Leute, und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Serie. Ja, wie ihr schon gelesen habt, möchte ich den Transportfiebern Neukömmlingen ein kleines Tutorial hier auf YouTube geben, wie dann so das Grundprinzip des Spiels ist, wie man was macht, wie funktioniert zum Beispiel die Versorgung durch die Industrien, wie fange ich am besten an. Die richtige Signalsetzung, ganz wichtig, ja, habe ich schon viel im Forum gelesen, dass darüber diskutiert wurde. Dann heute wird es ein erstes kleineres Projekt oder Video geben, und zwar beschäftigen wir uns heute mal mit dem Overlay. Ja, wir sehen hier das Overlay von Transportfieber, bei mir jetzt leider ohne Musik, warum, weiß ich nicht, gerade eben war noch Musik. Ja, hier habt ihr dann einen schönen Button mit Steam Workshop. Wenn ihr darauf klickt, seht ihr die ganzen Sachen im Workshop. Zudem gibt es auf transportfieber.net, ja, seht ihr das gleich hier eingeblendet, gibt es auch noch die Rubrik Downloads. Es werden viele Downloads oder Mods auf beiden hochgeladen, aber manche haben gesagt, sie möchten es nur ausschließlich für die Internetseite machen, oder manche sagen, sie möchten es vielleicht nur für Steam machen. Ja, es gibt's, einfach mal ein bisschen aktuell halten und mal abgleichen, aber es sind hauptsächlich die gleichen drin. So, das hat's damit auf sich. Dann hier fortsetzen, das habt ihr natürlich vielleicht bei euch noch nicht, wenn ihr neu startet, das Tutorial. Ja, habe ich selber gespielt, es erklärt ein paar Grundprinzipien, ja, aber den größten Teil werdet ihr wahrscheinlich hier lernen. Gehe ich mal davon aus. Die Kampagne kann man hier starten, kann man auswählen. Entweder USA oder Europa. Der alte Kontinent bringt laufend neue da habt ihr dann verschiedene kleinere Kampagnen, wie gesagt. Finde ich sehr cool. Ja? Wer will, kann gerne spielen. Und da lernt man auch schon ein bisschen über das Spielprinzip ein bisschen was kennen. Und wer aber gern ein freies Spiel machen möchte, also eine Karte laden, ein alles Mögliche, ja, wer einfach bauen möchte, der geht natürlich auf freies Spiel. So, hier befinden wir uns dann schon bei dem Spielerstellen. Wir haben hier wiederum die Auswahl zwischen Europa und den USA. Da sieht die Karte hauptsächlich anders aus, ja, hier in Europa schön mit Wald, Grün, und in USA, wie es hier steht, Waldsteppenvegetation. Das ist der hauptsächliche Unterschied. So, nicht wundern, warum jetzt hier bei mir bei den Weltgrößen so viele stehen und hier bei den Weltformaten auch. Das kann man einstellen in den Settings von dem Spiel. Das ist aber, wie gesagt, ist es nicht reinprogrammiert, sondern das muss man aktivieren. Zudem, wie ihr seht, also ihr habt die Auswahl klein, mittel, groß, ja. Wenn ihr ein bisschen darauf bleibt, seht ihr 64 Quadratmeter, 144 Quadratmeter und 256 Quadratmeter. Plus, um euch ein bisschen Vorstellung zu geben. Und dann haben wir hier noch die Auswahl, wer das haben möchte, einfach mal in die Kommentare schreiben, dann gibt's darüber auch noch ein Video, ja. So, dann kurz hier zu den Weltformaten. Das ist einfach das Verhältnis zwischen Länge und Breite. Wichtig, die Kartengröße verändert sich nicht. Ja, bei 1 zu 1 muss man halt sozusagen die Wurzel aus 256 ziehen. Weiß ich jetzt nicht. Ja. Und das heißt, bei 1 zu 2 und bei 1 zu 3 bleibt die Kartengröße gleich. Wichtig, ja. Nicht, dass Leute denken, okay, ich habe jetzt hier dreimal so eine große Karte wie bei groß. Nein, es ändert sich allein das Verhältnis Länge zur Breite. Wichtig. So, dann habt ihr hier den Landschaftstyp, flach, mittel, hügelig. Könnt ihr mal ein bisschen rumprobieren. Dann hier das Startjahr, könnt ihr hier selber auswählen. Zwischen 1850 und 1990. Dann die Schwierigkeit, wie ihr möchtet, einfach für die Einsteiger natürlich einfach. Um ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen reinzukommen in die Simulation. Und hier, ja, einfach mal ein bisschen rumprobieren. Ihr könnt da auch irgendwas reingeben, das ist völlig egal. Das startet dann
hier euren Zufallsgenerator. Und dann kann man sozusagen die Welt starten, außer man ist so jemand wie ich und möchte mit Mods spielen. Dann kann man hier oben über den Button Custom, über Erweitert, hier oben rechts, erleuchtet dann Erweitert, hat man sozusagen seine ganzen Mods, die man zur Verfügung hat, und kann man zum Beispiel sagen, okay, ich möchte jetzt in der Welt Bahnübergänge haben, dann möchte ich vielleicht noch Fahrzeuge kein Ende haben, ja, oder man kann natürlich auch alles reintun, je nachdem. Und hier kann man dann noch alles einstellen, wie man die Fahrzeuge möchte, die Städtenamen, ob man die irgendwie von England haben möchte, von Frankreich, ja, oder deutsche Städte und so weiter. Wichtig ist, wenn Mods aktiviert sind, steht auch hier unten, sind keine Errungenschaften freigeschaltet. Sehr wichtig, falls ihr auf Errungenschaften geht, immer komplett Vanilla spielen. So, dann müsst ihr natürlich auf Speichern gehen und dann könnte man sozusagen auf Start gehen. So, hättet ihr jetzt zum Beispiel die Map geladen und ihr habt den Tag verbracht und habt natürlich ein bisschen Zeit verbracht und möchtet dann am nächsten Tag starten, kann man wie gesagt hier über Fortsetzen klicken oder wenn man zum Beispiel Mods auf das Save Game laden möchte, geht man hier über Spiel laden. Dann hat man hier seine Save Games, auch hier die Autosaves, kommen wir gleich noch zu. Hier zum Beispiel, der heißt jetzt eigener Save, ja, oder ich gehe jetzt hier mal auf den Livestream und dann sieht man hier ein paar Informationen, wo man bei welchem Datum man gerade ist, die Kartengröße, Schwierigkeit und so weiter. Und dann hat man hier seine aktiven Mods, sieht man hier, kann man durchscrollen und man hat hier rechts oben ein kleines Plus. Und wenn man dann die Mods richtig installiert hat, sehen wir hier links verfügbare Mods. Ja, die könnten wir dann einfach hier über anklicken, den Pfeil, dann wird automatisch der nächste angewählt. Ja, hier, Warnung, kann man bei den meisten ignorieren. Wenn das Spiel beim Hinzufügen eines solchen Mods abstürzt, einfach mal warten, ob ein paar Tage später ein Update kommt, aber nicht hinzufügen. Es passiert nichts mit eurem Save Game, ihr könnt es danach wieder laden, dann habt ihr die gleiche Liste wieder. Also es ist jetzt nicht so. Es muss, wenn ihr die Welt geladen habt und dann wieder abbrecht, sind die Mods nicht gespeichert. Die Mods sind erst im Spiel gespeichert, wenn ihr in-game einmal abgespeichert habt. Wichtig für die, wo neu dabei sind. Also man könnte das dann hier dann einfügen, wie gesagt. Auf die rote brauchen wir jetzt nicht zu achten. Man könnte jetzt hier einfach alles einfügen. Auch das hier, Warnung, das Gelbe ist, ja, kann zu unerwarteten Ereignissen führen. Gut. Bringt nichts. Und dann könnte man, wie gesagt, einfach auf Start klicken. Dann zu den Einstellungen, ganz kurz gesagt. Ich spiele im Fenstermodus, denn ich spiele auf meinem Zweitbildschirm. Und wer jetzt nicht so den Mega-PC hat, also ich sag mal einen i5, AMD kenne ich mich jetzt nicht so aus, einen i5 und vielleicht eine Grafikkarte unter einer 700, also GTX 700 irgendwas, würde ich auf jeden Fall mittel empfehlen. Dann 700 bis, also 700, 800. Gibt's 800 über? Ja, 800 gibt's, glaube ich. 860, GTX 870, 800. Ja. Die 800er-Reihe würden dann sogar hoch und ab, also 970, 980 und 1080 und die Titan, wer die hat, kann natürlich auf sehr hoch spielen, ist klar. Und ja, Audio könnt ihr euch selber einstellen. Die Steuerung, ja, hier sehen wir die Scrollrichtung invertieren, das heißt mit eurem Mausrad könnt ihr machen. Ich habe die Drehrichtung invertiert, denn ich kenne es von den meisten Spielen so. Also habe ich das auch hier auch so gemacht. Und dann kann man hier Hotkeys anlegen. Habe ich persönlich nicht gemacht, weil ich es von Train Fever so gewohnt bin, dass es das auch nicht gibt. Aber könnt ihr alles mal einstellen, wenn ihr möchtet. Hier bei der Oberfläche könnt ihr dann selber noch einstellen, die Distanzeinheit, Kilometer, Meter. Vielleicht, wenn ihr auch von England seid oder eher mit den englischen Sachen spielt, können wir hier genauso machen, Kilowatt oder PS. Dass die Gewichteinheit T pro Tonne, oder nee, T in Tonne, ja, alles nicht so wichtig. So, das schalte ich persönlich auch mal um. Und hierbei erweitert noch wichtig, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, das Autosave-Intervall anzuschalten, auch wenn es zu 2 bis 3 oder vielleicht auch 4-sekündigen Lags kommen kann, aber
Ihr habt auf jeden Fall jedes Jahr ein Safe parat. Falls irgend mal Probleme geben sollte mit dem normalen, könntet ihr das Autosave laden. Und da hat es normalerweise keine Probleme. Und die Absturzberichte, ja, sind eigentlich automatisch an. Dann kann man hier auf Anwenden klicken. Und wie gesagt, das war das Transportfieber-Overlay. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Nächstes Mal gehen wir ins Spiel hinein. Und bis dahin, ciao.